Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Mod-Review. Es geht nicht um diesen oder um diesen kleinen beiden süßen Mods hier, sondern es geht eigentlich hauptsächlich um den Drescher, denn der ganze Mod nennt sich Auto Combine Mod. Der Sinn und Zweck dieses Mods ist, dass der Drescher zum Beispiel nicht immer nur hin und her, wie man es vom normalen Helfer kennt, sondern auch mal so, also immer ums Feld herumfährt. Das Ganze ist einstellbar, indem man jetzt einfach jetzt mal hier, nachdem man den Mod installiert hat, steht da auch oben im Infofeld, soll man K drücken. So, dann habe ich natürlich den Drescher hier schon heute eingestellt, logischerweise. Warte, da müssen wir mal kurz ein bisschen, am besten so. Und dann kann man jetzt hier mit diesem kleinen Feld hier vorne einstellen. Erstmal kleiner, so, am Anfang wird es so sein hier. So, und dann könnt ihr jetzt hier halt die Breite einstellen, so ungefähr wie das von dem Drescher auch ist, ne? Ein bisschen nach da, so ungefähr passt das schon, so, ja, so, dann könnt ihr halt noch ein bisschen näher weiter ran oder näher weg, genau, weiter ran oder halt weiter weg einstellen, je nachdem wie groß euer Schneideweg ist, ist ja auch nochmal unterschiedlich, es geht ja nun mal auch für die Rübenmaschinen, geht ja nun mal für alle Helfer, ja, dann kann man noch ein bisschen, muss man halt so sich variieren. So, und dann muss man halt jetzt noch einstellen, das stellt man, wenn man jetzt einfach so von hinten guckt, ein, in welcher Richtung er immer wenden soll. So, es geht bei uns jetzt eigentlich nach da, so, und dann können wir das Ding auch einstellen, indem wir hier auf diesen Startknopf drücken. So, die Arbeit macht da eigentlich fein, jetzt können wir es auch auf K wieder ausstellen. So, und er macht seine feine Sache. Ob man aussteigen kann? Jo. So, jetzt tuckert der hier fleißig. Ja, weiter. Gut gemacht finde ich den Mod schon, denn er läuft eigentlich einwandfrei. Das werden wir auch sobald wir da hinten sind. Eigentlich auch eine feine Erfindung. Es geht auch eigentlich mit jedem Drescher, soweit ich weiß. Und auch mit jeder Rübenerntemaschine, mit allen Sachen. Ja, das sollte soweit kein Problem sein. Fehlerfrei ist der Mod auch. Ja. Wenn wir mal gucken, wenn er jetzt gleich da hinten ist, ob er denn auch seinen Job einwandfrei macht. Getestet habe ich es noch nicht, wirklich, also ich habe es noch gar nicht getestet. Also an irgendwas, ne? Habe es nur schon mal so auf einem anderen Video gesehen, dass es geklappt hat, aber ob es jetzt wirklich klappt, ist eine andere Sache, aber eigentlich sollte der Mod gut funktionieren. Ob es nun mal der Sinn und Zweck ist, ob es nun mal so nützlich ist, naja, es kommt so diese Frage halt auf, ne? Braucht man den Mod wirklich, weil, sag mal, einige wollen es halt lieber in Reihen haben, aber ich sag mal, wenn der immer rund ums Feld herumfährt, ist es auch keine schlechte Sache, ne? So, jetzt hält er an. Rückwärts. Jep. Wie ihr seht, der Mod klappt einwandfrei. Lenken tut er auch, also der macht sich perfekt. Ja, also man kann nicht meckern und wenn man davon ein paar Helfer einstellt, dann ist das schon eine feine Sache. Also ich finde ein gut gelungener Mod und ja, das war dann eine kleine, aber feine Mod-Review zu dem Auto Combine Mod. Ja, ein Helfer, der halt das Feld rundum abfährt und nicht reinweise. Ja, ich hoffe, es hat euch dann auch wenigstens ein bisschen gefallen. Das war ein kleines Einstiegstutorial halt auch unter anderem zu dem Mod. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Mod-Review. Bis dann, ciao.